Ich darf das vertiefen mit zwei Frauen. Die eine schaut tatsächlich sehr genau auf die militärische Lage. Sie ist Militärexpertin. Die andere schaut in die Geschichte und kann uns eventuell sagen, was man daraus lernen kann. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Claudia Major, Dr. Claudia Major reden kann und mit Professor Mary Cerotti. Herzlich willkommen. Einmal akademisch. Schönen guten Abend. Frau Major, Sie waren gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die begann in München und es kam die Nachricht des Todes von Alexei Nawalny. Wie war die Stimmung? Hat das die Konferenz dann überschattet? Also vor allem diese Nachricht. Es hat die Konferenz komplett überschattet. Mhm. Kurz danach ist die Witwe, wie man ja jetzt sagen muss, Julia Nawalny ja spontan aufgetreten und es war eine absolut beeindruckende, deprimierende, starke Stimmung. Und kurz danach kam ja, oder in dem Zusammenhang kam auch die Nachricht, dass Avdiivka von den russischen Streitkräften eingenommen wurde, dass diese harte, ukrainische Stadt zurückgezogen haben, genau etwa so in dem gleichen Zustand wie Bachmut, also komplett zerstört, unter enormen Verlusten auch von der russischen Seite eingenommen. Und das alles hat natürlich zu einer extrem deprimierenden Stimmung beigetragen. Es gab die Hoffnung, dass das möglicherweise einen Ruck bei den Europäern bewirken würde und dass dann auch bei der Rede des Kanzlers am nächsten Tag etwas kommen würde. Ich meine, es kommen ja noch andere Faktoren dazu. Momentan sind die Unterstützungspakete der Amerikaner blockiert. Wir wissen nicht, was nach den Wahlen in den USA passiert. Und es gibt ja den enormen Bedarf an europäischem Zusammenstehen, also einem starken europäischen Signal zu sagen, wir machen das jetzt zusammen, weil es in unserem Interesse ist. Und das kam nicht. Ist ausgeblieben. Vielleicht auch unter dem Schock. Wir reden ja über die einzelnen Teile, aber erst einmal, Frau Cerotti, also Sie haben sich mit Putin und auch seiner Art zu denken historisch auch lange beschäftigt und Sie haben herausgefunden, dass für ihn tatsächlich Daten wichtig sind, symbolische Daten, Jahrestage, Geburtstage. Also inwieweit passt dann der Tod Nawalnys in dieses Muster? Ja, das passt absolut in das Muster. Also Putin ist von der Geschichte besessen. Und er zelebriert gern gewisse Daten mit Gewalt. Ich weiß nicht, ob er selber Befehle gibt oder er sagt, ach, ich wünsche mir so und so. Aber es ist klar, zu seinem Geburtstag zum Beispiel, die Dissidentin Anna Politkovskaya ist ermordet worden. Das war der 7. Oktober 2006. Oder 10 Jahre nachher, die E-Mails, die von der Hillary Clinton-Kampagne gehackt worden sind. Ja. Die sind am 7. Oktober freigelassen. Und es war traurig, aber nicht überraschend, dass just zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, wo seine Frau anwesend war, Nawalny, also der Tod von ihm bekannt ging. Das klingt esoterisch, aber Sie glauben, es ist sozusagen ein Mindset, der ja worauf schließen lässt bei Putin. Was ja. ist das? Ja, ja. Ich habe den Eindruck, er hat also während der Corona-Zeit die schlechteste Homeoffice-Erfahrung von all dem. Ich habe den Eindruck, er saß zu Hause und hat Geschichte gelesen und sich darüber aufgeregt, wie oft Moskau verloren hat in seinen Augen. Mhm. Und er will jetzt gewissermaßen die Geschichte zurückspulen, nur er will, dass diesmal Moskau gewinnt. Über die Geschichte reden wir gleich. Ich würde aber gerne mit Avdiivka starten, mit dem, was wir auch an Bildern bekommen. Also man sieht diese zerstörte Stadt. Die russischen Truppen haben sie eben jetzt gerade eingenommen. Und man sieht, da ist eigentlich überhaupt nicht mehr viel, was von dieser Stadt übrig ist. Die war strategisch wichtig, haben immer die Ukrainer gesagt. Was passiert denn jetzt, da sie nicht mehr ukrainisch ist? Aus russischer Sicht ist es natürlich ein Erfolg, kurz vor den, ich würde es nicht Wahlen nennen, sondern ich würde es eher so ein autokratisches Plebiszit nennen, wo man so einen gewissen Erfolg in Russland vorzeigen kann. Ja. Strategisch ist es interessant für Russland, weil es die Frontlinie etwas weiter von Donetsk, der Oblasthauptstadt, wegrückt. Ne? Richtung Westen. Aber im Endeffekt ändert das am Kriegsverlauf nichts. Das ist wie Bachmut. Es ist ein Erfolg. Damals, Bachmut war ja ähnlich, eine Stadt, die lange belagert wurde, komplett zerstört und irgendwann von Russland eingenommen worden ist. Es ändert an dem Kriegsverlauf nichts. Aber natürlich zeigt es, wie es gerade um die ukrainischen Streitkräfte steht. Denen fehlt es an Material, denen fehlt es an Ausrüstung, denen fehlt es an Soldaten, denen fehlt es an Geld. Und sie werden wahrscheinlich in diesem Jahr immer mehr Gebiete verlieren, die sie im letzten Jahr befreit haben. Das sehen Sie jetzt schon so. Also 2024 wird kein gutes Jahr für das, was die Ukraine da will? 2024 wird enorm hart, weil wir jetzt schon sehen, dass die westliche Unterstützung in vielen Teilen fehlt. Selenskyj hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz von einem
von einem bewussten Defizit gesprochen. Denn die Ukraine hängt für die Ausbildung der Soldaten, für die Ausrüstung, also Artilleriemunition, Ersatzteile, Wartung, Raketen für die Luftverteidigung, hängen sie von den westlichen Unterstützerstaaten ab. Und die haben zu spät die Unterstützung hochgefahren. Und deswegen können wir jetzt schon voraussehen, dass wahrscheinlich erst Ende 2024 die Ukraine in der Lage sein könnte, eine neue Offensive zu starten. Und die Frage ist, was macht man aber in diesem Moment? Also Selenskyj hat ja auf dieser Sicherheitskonferenz auch um mehr Waffen gebeten. Wir haben gerade angefangen, darüber zu diskutieren. Ist das der einzige Weg oder ist es jetzt auch ein Weg, an dem man sagen muss, es gibt vielleicht den Punkt, an dem die Ukraine sagen muss, okay, wir werden es nicht mehr schaffen, alle Gebiete zurückzuerobern, einschließlich der Krim. Wir müssen einen anderen Weg gehen? Das setzt ja voraus, dass es auf der anderen Seite ein Interesse an Verhandlungen gäbe. Das glauben Sie nicht. Momentan, wenn man sich die russischen Positionen anguckt, gibt es kein Interesse an Verhandlungen. Es gab ja viele Initiativen. Es gab die afrikanische Friedensinitiative. Mhm. Es gab die vom Vatikan. Es gibt den 10-Punkte-Plan von Selenskyj. Das heißt, wenn Russland ein Interesse hätte, diesen Krieg zu beenden, könnte es das relativ einfach machen. Mhm. Ich glaube, was uns immer schwerfällt zu verstehen, ist, dass Russland keinen Kompromiss möchte, sondern dass Russland diesen Krieg gewinnen möchte und die Ukraine als eigenständigen Staat abschaffen möchte. Und wenn Sie sich angucken, wie Russland diese 4 besetzten Gebiete behandelt, es behandelt sie nicht als Verhandlungsmasse, sondern sie sind integriert in den russischen Staat. Sie werden aktiv russifiziert, da wird die ukrainische Kultur und Identität ausgelöscht, wo es geht. Es geht nicht darum, so ein paar Gebiete zu nehmen und vielleicht auszutauschen und irgendwie zu verhandeln, sondern es geht Russland darum, diesen Krieg zu gewinnen. Natürlich hört das irgendwann mit Verhandlungen auf, das ist völlig klar. Aber die Frage ist, auf Basis welcher militärischer Realität am Boden? Das ist die große Frage. Und Frau Zarotti, Sie haben einen interessanten Vorschlag in diese Debatte mit eingebracht, nämlich eigentlich denken Sie, dass die Ukraine in eine Zukunft geht, in der das Land geteilt ist. Sie sagen so etwas wie die Bundesrepublik eben im Kalten Krieg. Aber das verstehe ich jetzt so, dass es eine Grenze gibt mitten durch die Ukraine, und tatsächlich dann auch mit den östlichen Teilen und den westlichen Teilen. Ist es das, was Sie glauben, was jetzt passieren müsste? Also dass man jetzt sagt, so bis hierhin. Ich muss vorneweg sagen, ich habe wirklich Hochachtung für den Mut der Ukraine. Ja. Und mir wäre am liebsten, die Ukraine würde gewinnen, die Ukraine würde ihre Grenzen vom Jahr 91 zurückbekommen. Das wäre mir am liebsten. Mhm. Also das, was Sie beschreiben, will ich nicht. Halte ich aber für möglich und realistisch unter den jetzigen Bedingungen. Also ich habe geschrieben in Foreign Affairs, die Ukraine könnte die Bundesrepublik Deutschland des 21. Jahrhunderts werden. Was meine ich damit? Wie gesagt, das ist nicht ideal, aber unter den schlechten Varianten, die heute möglich wäre, finde ich das eine gängige. Und zwar, die Ukraine etabliert eine neue Frontlinie, die sich militärisch verteidigen lässt. Mhm. Ich sage das ganz, ganz genau. Ich sage nicht international anerkannt, ich sage auch nicht endgültig, sondern eine Frontlinie, die sich militärisch verteidigen lässt. Die Ukraine kommt dann in diesen Grenzen in die NATO, wie die Bundesrepublik. Also sagt, Deutschland-West damals, ja. Genau, sagt aber, wir hoffen immer noch auf eine Wiedervereinigung. Einheit. Okay. Auf eine Wiedervereinigung. Also wir geben die Länder nicht auf. Realistisch ist es uns nicht möglich, in diesem Moment, wir sie freikriegen, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir werden Teil des Westens, wir kommen in die NATO, wir kommen in die EU, wir werden militärisch stark, wirtschaftlich stark, genauso wie die Bundesrepublik, in der Hoffnung eines Tages. Gibt es nach einem Putin irgendwann mal einen Gorbatschow? Genau. Und also das ist natürlich sehr, sehr deprimierend auf einer Seite, denn das heißt, es gibt Leute jenseits dieser Grenze. Andererseits hat diese Idee der Vorteil, wir schaffen einen Frieden ohne Putin. Denn ich glaube nicht, dass wir mit Putin verhandeln können. Als es versucht worden ist, haben die Russen die ukrainischen Verhandler vergiftet. Hm. Also ich meine das nicht als Metapher. Sie sind tatsächlich vergiftet worden, als sie am Verhandlungstisch saßen. Und genau wie Sie eben zu Recht gesagt haben, also Putin will gewinnen. Er will nicht ein bisschen hier verhandeln, ein bisschen da verhandeln. Also ich finde, wir müssen ihm die Initiative wegnehmen. Mhm. Also wir müssen einen Frieden schaffen ohne ihn, indem wir sagen, okay, hier ist jetzt Schluss zur Zeit. Ja. Jetzt kommt dieser Teil NATO. Dieser Teil der Ukraine in die NATO, ab Tag X wird zurückgeschossen, weil das Artikel 5 Gebiet ist. Wow. Diesen Film haben wir gesehen. Er hieß Der Kalte Krieg. Ich wiederhole, dass ich halte das nicht für gut. Ich würde aber wirklich gerne wissen, Frau Major.
Also ich finde es gut, dass man den NATO-Beitritt kreativ denkt und dass man sagt, selbst wenn es noch einen Konflikt mit Russland gibt, kann einen Teil der Ukraine in die NATO, weil es eben darum geht, den nächsten Krieg zu verhindern. Genau. Was ich schwierig finde, ist das als deutsches Beispiel zu benennen, weil es für mich einen sehr großen Unterschied gibt, nämlich die aktive Russifizierungspolitik Russlands. Das ist der Bevölkerungsaustausch, das ist die Deportation von Kindern, das ist das Abschaffen von allem Ukrainischen. Ja. Das heißt, wenn das lange dauert, da ist keine Ukraine mehr, die dann wiedervereint werden kann, sondern dann hat Russland diese Gebiete russifiziert und integriert. Das sieht man jetzt schon bei der Krim und das sieht man auch bei anderen Bereichen. Es gibt bereits jetzt in den besetzten Gebieten einen aktiven Bevölkerungsaustausch und ein wirkliches Entukrainisierung, also ein Abschaffen von allem Ukrainischen. Und das heißt, Putin spielt da auf Zeit. Und das heißt, selbst wenn man sagt, wie im deutschen Fall, nach 30 Jahren ist irgendwann Vereinigung, da ist dann keine Ukraine mehr. Sondern dann sind diese Gebiete verloren. Sie haben vollkommen recht. Ich wünsche, es wäre nicht so. Bloß wir haben ein brennendes Problem. Es ist nicht, als ob der Krieg in einen Part geraten ist, wo er bleiben wird. Die Russen gewinnen momentan. Sie rücken näher an den Westen. Also wenn wir die Ukraine mit Waffen nicht beliefern, kann die Ukraine verlieren. Also wenn, sagen wir mal, die Luftverteidigung ausgeht, dann fällt Kiew. Dann wird Zelensky und seine Familie doch ermordet. Also das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wir haben ein noch größeres Problem. Also wir müssen hindern, dass die Ukraine noch ganz mehr Gebiete verliert. Kann das dann am Ende tatsächlich so kommen, dass man sagt, also es gibt keine andere Möglichkeit, weil im Weißen Haus kommt Donald Trump. Wir können nicht mehr genügend Munition herstellen. Also die endliche Möglichkeit der militärischen Option steht vor Augen. Halten Sie diese Lösung dann für eine Variante, die passieren kann? Also nochmal, ich finde es hervorragend, dass man sagt, wir müssen über einen NATO-Beitritt nachdenken, auch nur von einem Teil der Ukraine. Ja. Denn man kann es ja andersrum drehen und kann sagen, wenn bloß die ganze Ukraine beitreten kann, dann hat Russland eine Motivation, irgendwas besetzt zu halten. Ja. Und man gibt Russland de facto ein Veto für den NATO-Beitritt. Und das sollte auf jeden Fall ausgeschlossen sein. Das ist der sein. Teil, an dem den Sie gut finden. Den ich gut finde. Ja, weil es einfach für Russland zeigt, wir geben Russland kein Veto. Die Ukraine als souveräner Staat kann entscheiden, in welches Bündnis sie geht. Steht in der Charta, in der Helsinki Grundakte, in der Charta von Paris und in ganz vielen Abkommen, die Russland und die Sowjetunion unterschrieben haben. Was ich schwieriger finde, ist, ich kann Ihnen nicht sagen, wie der Krieg endet. Ich weiß es nicht, weil es von vielen Faktoren abhängt. Aber was die letzten Jahre gezeigt haben, ist, dass die westliche Unterstützung entscheidend ist. Ja. Wir sind momentan in einer Situation, aber ganz kurz, die Ukraine hängt, oder der Erfolg des Krieges oder der Erfolg der ukrainischen Verteidigung hängt davon ab, wie gut ihre Soldaten ausgebildet sind, ob sie genug hat. Für die Ausbildung sind die westlichen Staaten zuständig, nicht zuständig, aber machen sie sehr viel. Die Mobilisierung in dem für die Unterstützung, Munition, Ausrüstung, Wartung sind es auch die westlichen Staaten. Für den Staatshaushalt sind es auch die westlichen Staaten. Das heißt, es hängt zu großen Teilen davon ab, wie sehr wir unsere Industrieproduktion hochfahren. Sie haben ja gerade von der Münchner Sicherheitskonferenz erzählt und da ist ja auch kein Signal davon ausgegangen, dass jetzt sagt, all in. Aber nee, stellen wir das einmal zu, also ich finde das, also ich habe verstanden, wo der Haken sein kann. Der zweite Haken scheint mir, und das betrifft jetzt Ihr Gebiet nochmal, ganz kurz, das ist nämlich die NATO-Mitgliedschaft. Ja, ja. Weil das Problem ist doch, dass Wladimir Putin genau mit der NATO vor seiner Haustür überhaupt diesen Krieg begründet hat. Und ich möchte einmal diese Rede noch mal sehen, unter anderem. Diese Rede Ihnen auch noch mal zeigen, heute genau vor 2 Jahren, also 3 Tage vor Kriegsbeginn, hat Wladimir Putin diese Rede gehalten. Und er hat im Prinzip daran erinnert, es sei der Sowjetunion, also Russland, etwas versprochen worden bei der Wiedervereinigung, was nie eingehalten wurde. Das ist der Ausschnitt der Rede. Als 1990 die Frage der deutschen Wiedervereinigung erörtert wurde, wurde der sowjetischen Führung von den Vereinigten Staaten zugesagt, dass die Zuständigkeit und die militärische Präsenz der NATO nicht einen Zentimeter nach Osten ausgedehnt werden würden. Heute genügt ein Blick auf die Landkarte, um zu sehen, wie die westlichen Staaten ihr Versprechen eingehalten haben. Sie haben uns einfach betrogen. Keinen Schritt weiter nach Osten, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Und Sie haben sich jahrelang damit beschäftigt, mit der Frage, hat er da recht? Also gibt es dieses Versprechen? Damals gab es das. Also es heißt, was versteht man unter Versprechen? Aber kurz gesagt, es ist besprochen worden, diese Idee. Was aber im Vertrag steht, was
bis heute noch geltendes Recht ist, ist eben der Gegenteil. Also im sogenannten 2+4-Vertrag, das sind die zwei, also DDR und Bundesrepublik, zusammen mit den vier Siegermächten, USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich, Vertrag vom September 1990, es steht explizit drin, die NATO darf sein Territorium, sprich Artikel 5 Territorium, Artikel 5 ist das Herzstück des NATO-Vertrages, das ist der Artikel, der sagt, eine Attacke gegen ein Land ist wie eine Attacke gegen alle. In diesem 2+4-Vertrag steht explizit drin, das Territorium darf sich jenseits der ehemaligen Frontlinie erweitern, und zwar die Frontlinie, die damals zwischendurch Deutschland lief. Dieser Vertrag hat Moskau unterschrieben, ratifiziert und dafür Geld kassiert. Das heißt, Putin hat nicht recht. Stimmt. Und trotzdem bemüht er das und sagt, aber es gab diesen einen Moment und James Baker und der Genscher und die haben das in den Raum gestellt. Das gab es. Und dann wurde es zurückgedreht? Ja, er sagt das, weil das ihm hilft. Also er findet die Rosinen in der Geschichte. Es hat tatsächlich ein Gespräch gegeben, wo Baker hypothetisch diese Frage erwähnte. Das war der damalige Außenminister der USA. Der damalige amerikanische Außenminister. Der sagte, also Gorbatschow, also das, die Sowjetunion war natürlich ein schwaches Land im Jahr 1990, hatte aber zwei starke Karten in der Hand in Bezug auf Deutschland. Mhm. Erstens fast 400.000 Truppen auf dem Gebiet der DDR und zweitens juristische Rechte aus dem Zweiten Weltkrieg. Nazi-Deutschland hat am Ende des Zweiten Weltkriegs bedingungslos kapituliert. Bedingungslos heißt bedingungslos, ohne Frist. Und man musste Gorbatschow überzeugen, diese Karten aufzugeben. Und die Frage war, wie? Und am Ende ist es mit Geld passiert. Und am Ende, ja, also das heißt, am Anfang gab es Gespräche darüber, vielleicht eventuell alles hypothetisch, aber am Ende ist es mit Geld passiert. Würden Sie beiden denn sagen, es war trotzdem ein Fehler, auch wenn es sozusagen eine Mehr ist, trotzdem ein Fehler, die NATO so weit nach Osten auszudehnen, wie es passiert ist? Ein strategischer Fehler, Frau Major? Nein, weil es ist ja nicht die NATO, die sich ausgedehnt hat, sondern souveräne Staaten, die baltischen Staaten, Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, haben aus Sorge vor ihrer Sicherheit darum gebeten, NATO-Mitglied zu werden. Und die erste Reaktion der NATO war, wollen wir nicht. Die haben sich sehr lange dagegen gesperrt. Ja. Deshalb finde ich diesen Begriff der Osterweiterung falsch, sondern es ist letztlich die Frage der Rechte, der freien Bündniswahl. Die freie Bündniswahl ist zum Beispiel in der Helsinki-Schlussakte drin, die auch die Sowjetunion unterschrieben hat, ist in der Charta von Paris drin und in der NATO-Russland-Grundakte aus den 90ern, wo man die Terms of Trade, sage ich mal, also die Grundlagen der NATO-Osterweiterung festgeschrieben hat, wo Russland und die NATO sich geeinigt haben auf Grundprinzipien, freie Bündniswahl, friedliche Konfliktlösung, territoriale Integrität. Das heißt, das gab es alles mal, hat Russland sich mehrfach zu bekannt. Und deswegen finde ich diesen Begriff falsch, sondern man musste sagen, warum soll ein Staat wie Estland oder wie Polen, die sagen, wir möchten in Zukunft genauso sicher sein wie ihr, Deutschland, Italien, Frankreich, deshalb möchten wir gern NATO-Mitglied werden. Warum sollte man ihnen das verwehren? Okay. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, also der Westen der Ukraine sollte dann sofort NATO-Mitglied werden. Das hieß nicht aber sofort, nicht sofort. In also dem Moment, wo man diese Artikel 5, also die Beistandspflicht, genau. Ja? Artikel 5 muss innerhalb Grenzen definiert sein. Also Garantien hängen mit Grenzen zusammen. Ja. Das Problem, die Ukraine hat aktuell keine feste Grenzen, weil da gekämpft wird. Mhm. Also die Ukraine muss zuerst eine Grenze anerkennen, aber dann soll sie dann in die NATO. Und ich finde, und Sie haben vollkommen recht, also alles, was Schlechtes passieren kann. Aber ich finde lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dann wären mindestens die Kampfhandlungen zu Ende. Es gab klare Sind Sie sicher, dass dann Wladimir Putin nicht einfach das NATO-Gebiet angreifen müsste, würde, mit der Folge, dass dann bei der Beistandspflicht tatsächlich der Dritte Weltkrieg ausbricht? Also das Problem existiert schon heute. Er könnte schon heute Finnland angreifen. Ich meine, das wäre nichts Neues, dass die Gefahr besteht, dass Putin ein NATO-Land angreift. Ja. Und wir haben diesen Film vorher gesehen. Er hieß Der Kalte Krieg. Da ist es nicht passiert. Da ist es tatsächlich durch die Abschreckung so gewesen. Da ist es nicht passiert. Also ich freu mich nicht darüber, dass wir solche Verhältnisse wieder haben. Aber ich meine, das ist ein historischer Präzedenzfall. So, und jetzt zählen wir doch noch mal Trump dazu, Frau Major, der gesagt hat, also es kriegt nur der den NATO-Schutz, der bezahlt. Ganz egal, ob er das macht oder nicht, das ist ja schon mal ein Signal. Vielleicht
tritt nicht je alle für einen dann ein, wenn es passiert. Wie geschwächt ist denn diese NATO in diesem Moment? Also wäre sie überhaupt sozusagen das, was sie im Kalten Krieg war, nämlich eine absolute Abschreckung? Wenn die USA ihre Rolle in der NATO hinterfragen würden, dann wäre de facto die Lebensversicherung der Europäer weg. Also wenn die USA sagen, wir stehen politisch, wir stehen konventionell, wir stehen nuklear nicht mehr für Europa ein, kann sich Europa alleine nicht verteidigen. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist auch die Idee, dass einfach ein Teil der Ukraine dann beitritt, dann sind die geschützt, ist schon ein bisschen komplizierter, weil natürlich so ein Beitritt nur erfolgen kann, wenn alle NATO-Staaten den ratifizieren. Momentan ist es nicht so. Wir haben im letzten Sommer auf dem NATO-Gipfel in Vilnius gesehen, dass die USA und Deutschland das nicht wollten und das sehr gestoppt haben. Und vor allen Dingen müsste die NATO in der Lage sein, die Ukraine auch militärisch zu verteidigen. Das ist sie momentan nicht. Und vor allen Dingen sind die Europäer nicht in der Lage, sich ohne die Beiträge der USA zu verteidigen. Das heißt, wenn Trump tatsächlich die Rolle in der NATO in Frage stellen würde, sehen wir hier ganz, ganz schlecht aus. Ich habe letzte Nacht sehr schlecht geschlafen, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet. Können Sie eigentlich gut schlafen, Frau Major? Ich versuche immer sozusagen die Arbeit von dem Privaten zu trennen, aber ich sage ganz ehrlich, dass mich die sicherheitspolitischen Entwicklungen nicht nur in Europa, sondern international extrem verunsichern. Und wenn ich das noch sagen darf, wir gucken gerade immer auf Europa. Ja? Aber wenn die USA wegfallen, dann betrifft das nicht nur die Ukraine, nicht nur Europa, sondern auch die internationalen Partner wie Japan, wie Südkorea, die auch Alliierte sind. Das heißt, die Frage der Glaubwürdigkeit der USA als internationaler Akteur, das ist eine Riesenherausforderung, die da auf uns zukommt am Ende des Jahres. Gut, vielen Dank trotzdem. Vielen Dank, Claudia Major, für den Einblick in das Heute. Vielen Dank für den Einblick in das Gestern, aus dem wir ja lernen müssen. Vielen Dank, Professor Sarotti, fürs Kommen heute.